Und darum kann ich Ihnen allen nur dieses Magazin hier empfehlen. Das ist die Weltwoche. Das ist ein Schweizer Magazin mit einer Titelstory von vor 14 Tagen, die große Impflüge. Und ich habe lange gewartet im Oktober, ob darüber groß berichtet wird, was sich im Europäischen Parlament abgespielt hat. Und das ist aus meiner Sicht der größte Medizinskandal, der sich hier abzeichnet. Weder die Leitmedien noch die Leitzeitung, niemand hat darüber groß berichtet, was sich dort im EU-Parlament abgespielt hat. Denn da wurde die Pfizer-Managerin Janine Small vorgeladen. Und die gab am 10. Oktober zu, dass der Impfstoff vor der millionenfachen Injektion nicht darauf getestet worden war, die Übertragung des Virus zu stoppen. Die Pfizer-Managerin. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Skandal. Und vor allen Dingen, wenn in Deutschland noch darum fabuliert wird, ob wir eine Impfpflicht einführen sollen oder nicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht bestehen bleibt im Gesundheitssektor, auch in der Bundeswehr. Das ist eine Schande für unser Land bei der Informationslage, die wir hier haben. Und unsere Bevölkerung wird weiter gegängelt von einem völlig verrückt gewordenen Gesundheitsminister, der auf dem Rücken der Bürger so eine rechtswidrige Politik macht. Das geht aber noch weiter. Drei Tage später, am 13. Oktober, bestätigte, ne, ich zitiere hier nur aus der Weltwoche, das ist ein Artikel von Philipp Gut, den hat er geteilt, wurde in den sozialen Medien, wurde er gelöscht. Überall wurde er gelöscht. Ja. Also so wird unsere Meinungsfreiheit ja auch eingeschränkt, wenn Journalisten einfach nur aus Anhörungen zitieren. Das muss man sich mal vorstellen, wo wir mittlerweile leben. Also drei Tage später, am 13. Oktober, bestätigte die Europäische Kommission in einem offiziellen Hearing, dass die Impfung weder vor Übertragung noch vor Ansteckung schütze. Haben Sie was davon gehört? Wo war denn der große Aufschrei? Das muss man sich mal vorstellen. In einem öffentlichen Hearing der EU-Kommission wird zugegeben, dass dieser Impfstoff niemals vor einer Ansteckung geschützt hat. So, und schließlich ein Tag danach die dritte Hiobsbotschaft. Die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr wird vorgeworfen, zum Nachteil der EU und der Steuerzahler überteuerte Deals mit der Pharmaindustrie eingefädelt zu haben und die belastenden Nachrichten zu verheimlichen. Auch das ist ein Skandal. Diese drei Storys zusammengenommen sind eigentlich ein Erdrutsch. Aber jede einzelne Story von diesen dreien an sich sind schon ein Skandal. Und der Skandal ist ja eigentlich auch ein Medienskandal, dass so etwas nicht vernünftig aufbereitet wurde, dass so etwas nicht berichtet wurde im großen Stil und dass die Politiker, die für so einen Schaden verantwortlich sind, dass Milliarden an Steuergeldern herausgeschmissen wurden für solche Impfungen, die jetzt den Statements nach überhaupt nie funktionierten, dass die von den Steuerzahlern bezahlt wurden, dass die Steuerzahler aber zeitgleich mit irgendwelchen zehnfachen Boostern und hier und da Genesungsschein, Impfschein, nach 10 oder so nach 3 Monaten dann nochmal boostern, dass sie gegängelt wurden. Die Freiheitseinschränkungen, die hier durchgesetzt wurden, wir können uns noch daran erinnern, die Pandemie der Ungeimpften, eine Lüge nach der anderen in dieser gesamten Maßnahmenpolitik. Das ist ein Skandal. Und normalerweise ist das der Stoff, dass eine gesamte Regierung, zumindest die Verantwortlichen, zurücktreten müssen. Und wenn Sie mich fragen, persönlich Haftung auch für diese finanziellen Schäden übernehmen müssen. Denn hier wurden Milliarden von Steuergeldern verbrannt, die Verfassung gebrochen, die Bürgerrechte gebrochen, unsere Freiheitsrechte eingeschränkt. Und was noch dazu kommt, was überhaupt nicht aufarbeitet wird, ist ja noch die Anzahl der Impfnebenwirkungen, der Impfschäden. Patienten, die Impfschäden davongetragen haben, die werden im Stich gelassen, teilweise von den Ärzten, das muss man sich mal vorstellen. Und diese Storys, diese Geschichten, die mehren sich ja jetzt. Und da verlange ich auch, und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil diese Geschichten an mich herangetragen werden,
dass das aufgearbeitet wird und dass diese Menschen sich nicht verstecken müssen, sondern entsprechend entschädigt werden. Vielen Dank.